Leon Frederik Schmidt schwimmt allen davon. In seinem Heimatverein SG Essen gehört er zu den größten Nachwuchstalenten im Schwimmsport. Aber Leon ist nicht blöd. Er weiß, dass es ein Leben danach gibt. Und deswegen hat er eine Lehre angefangen bei seinem Vater als Maurer. Und warum er das tut, deswegen sitzt du hier, lieber genau. Leon. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Fangen wir erstmal damit an, dass du ein mega Schwimmtalent bist. Du hast mir gerade schon erzählt, dass du im Internat bist und eigentlich nur des Schwimmens wegen. Erzähl mal. Ja, ich bin vor 4 Jahren nach Essen gezogen, ins Sport- und Tanzinternat, des Schwimmens wegen. Und ja, seitdem trainiere ich da bei der SG Essen, mache meinen Sport. Ja. Aber wie hast du gemerkt, dass du gerne oder gut schwimmst? Ich meine, Ich habe ganz normal angefangen mit Schwimmkurs, Seepferdchen, wie es jeder eigentlich tut. Und dann gemerkt, ich bin früher als die anderen eine ganze Bahn zu Ende geschwommen und sowas. Einfach gemerkt, es macht mir Spaß, es liegt mir, und dann ging das immer so weiter. Dann erst in Lüdenscheid in die Wettkampfmannschaft gekommen und dann irgendwann gemerkt, okay, ich möchte den nächsten Schritt machen. Bin dann nach Essen gewechselt und ja, da schwimme ich bis heute. Aber das kam alles von dir heraus oder war dein Vater dabei oder deine Mutter, die gesagt hat, du bist ein Talent, du musst zum Olympia? Nee, das war, also meine Eltern wollten, dass ich Seepferdchen mache und dann war es mir freigelassen, also sie wollten, dass ich schwimmen kann. Ja. Dann haben sie gesagt, wenn du jetzt keine Lust mehr hast, dann hör auf. Aber hat mir Spaß gemacht und dann habe ich weitergemacht. Genau, dann irgendwann 2018 bin ich dann zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, ey, ich will den nächsten Schritt machen, ich will weiterkommen. Und dann hat er ein bisschen rumtelefoniert und dann ging das relativ schnell, dass ich nach Essen kam, ja. Und dann bist du von einer normalen Schule dann ins Internat. Genau. Wie war da der Sprung? Wie anders ist ein Internat? Ja, also in Essen ist es so, dass die Schule extern zum Internat ist. Also im Internat wird nur geschlafen. Und dann bin ich auf eine externe Schule gegangen, eine Partnerschule, wo man dann für Frühtraining oder Wettkämpfe und sowas halt freigestellt wird. Und ja, also es macht das Ganze schon leichter, wenn man dann die Rücksicht aufs Training bekommt. Mhm. Ja. In normalen Schulen ist es ja so, dass die schon die Klausuren verlegen oder halt schauen, dass du irgendwie frei bekommst. Wie ist das jetzt? Du schläfst, lebst, atmest nur fürs Schwimmen. Ja, so kann man so sagen. Ja, ich schlafe direkt neben der Schwimmhalle, habe, wie gerade schon gesagt, 50 Meter Fußweg zur Halle. Und ja, genau. Ich finde das total krass. Ich habe dir vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass ich nach dem Schwimmen immer so unfassbar müde und ausgelaugt und total fertig bin. Wie zum Geier kriegst du dann den Tag nach dem Schwimmen hin? Ja, es ist nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen dann, wenn man ist um 5.30 Uhr ins Wasser gesprungen und sitzt dann danach in der Schule, dann ist man schon manchmal müde. Mhm. Aber ja, es ist halt einfach den Preis, den man zahlt für diesen Sport. Wann ist es dir denn bewusst geworden, dass du einfach mehr willst? Ich meine, du bist jetzt 18 und du wirkst so unfassbar erwachsen. Ja, also mich hat das schon als kleiner Junge, ich hatte das schon immer geärgert, wenn jemand schneller war oder wenn ich nicht gewonnen habe, dann, das hat mich richtig geärgert. Und dann irgendwann mit Lüdenscheid, das ist ein ganz kleiner Verein, da war ich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, dann bin ich in die Halle gekommen und habe gesagt, am Ende dieser Woche möchte ich mit einer Medaille nach Hause fahren. Mhm. Dann wurde mir vom Trainer gesagt, ja, das ist ein zu hohes Ziel, das kannst du dir nicht setzen mit dem Training hier und so. Und dann war für mich klar, okay, ich will mehr. Und eine Woche später habe ich Papa gesagt, hör mal zu, ich möchte was Größeres erreichen. Und dann ging es nach Essen. Und also nochmal, ich muss fragen, es ist von hier gekommen. Ja. Ich gebe dir gleich direkt eine eigene, selbstgebastelte Medaille. Ja. Wie motivierst du dich für den Sport? Ja, wie motivier ich mich? Es ist halt einfach, wenn man einmal dieses Gefühl hatte, gewonnen zu haben oder weiß, wie es ist, wenn man ein gutes Rennen abgeliefert hat, dann ist es wie so ein kleine Sucht danach. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Und halt, um das immer wieder zu haben, muss man viel trainieren. Ja. Und so motiviere ich mich, ja. Also speicherst du gute Momente oder Gewinnermomente ab? Genau, ja. Das ist so schlau von dir. Ja, ja, du bist ja noch
viel, viel schlauer. Also du kannst ja nicht nur gut schwimmen, du motivierst dich aufzustehen, zum Sport zu gehen, um wieder zurückzulaufen. Du wirst jetzt die Ausbildung, oder du machst die Ausbildung bei deinem Vater als Maurer. Ja, richtig. Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, als Schwimmer. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin immer schon, also ich habe 5 Geschwister. Ja. Wir sind alle seit klein auf mit auf der Baustelle. Ich konnte so quasi eher Bagger fahren, als ich laufen konnte. Ja. Und dann ist man da so reingeboren, hat das immer mitgekriegt. Und dann war für mich klar, das macht mir Spaß, das möchte ich machen später, weil schwimmen kann ich nicht immer. Und dann habe ich mich für die Ausbildung entschieden, ja. Ist der Betrieb, der ist von deinem Vater jetzt? Genau, ne? Der Betrieb ist von meinem Vater. Ja. Mein ganz großer Bruder Jan-Henrik, der ist schon Meister, der ist auch mit in der Firma. Mhm. Mein anderer Bruder Marc Philipp, der geht gerade zur Meisterschule, ist auch bei uns in der Firma. Ja. Also, und du hast jetzt angefangen, ne? Oder? Ja, ich fange jetzt an, genau. Alles klar. Und wie sieht dann dein Tag aus? Ich meine, wirst du noch die Ausbildung machen und zwischendurch schwimmen oder gibst du es ganz auf? Also nee, ich werde auf jeden Fall, das ist so, dass das ein bisschen kooperativ ist, dass ich noch weiter schwimmen kann. Mhm. Also ich werde, ja, wie früher schon vor der Schule zum Training gehen, dann zur Berufsschule oder zum Lehrbauhof, dann nach der Schule ganz normal und dann ist das halt so abgesprochen, dass wenn ich im Betrieb bin, dass ich dann vielleicht morgens mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten später kommen kann und vielleicht nachmittags eine halbe Stunde eher gehen kann oder so. Und dafür dann, wenn ich keinen Wettkampf habe, helfe ich samstags noch aus oder sowas. Also ja, genau. Also ist dein Leben von Anfang an getaktet? Ja, ja. Das ist alles getimt, ja. Was würdest du selber sagen, sind deine Stärken? Meine Stärken? Ich habe eine mentale Stärke. Mhm. Also ich kann gut mit Druck umgehen. Mhm. Man ist dann zwar nervös oder so, aber ich kann das dann eher in Energie umwandeln. Genau, also das ist vor allen Dingen auf dem Wettkampf meine Stärke. Mhm. Und ja, sonst. Ich kann halt gut schwimmen. Ja, und du kannst dich gut motivieren. Ne? Ja. Also das ist wirklich etwas, was ich selber sehr bewundernswert gerade finde. Ja, und was noch dazu, ich bin, würde ich selber sagen, trainingsehrgeizig. Also ich versuche keine einzige Einheit zu verpassen. Jedes Mal, wenn da steht, schwimme jetzt schnell, dann schwimme ich schnell. Und ja, genau. Motivierst du denn auch andere Kollegen, sowohl beim Schwimmen als auch bei der Arbeit? Bist du jemand, der dann... Also beim Schwimmen ist halt, man unterstützt sich gegenseitig im Training. Schwimmen ist Einzelsport, aber wir sind trotzdem eine Mannschaft, ein Team. Und dann hilft man sich da schon gegenseitig durch harte Serien oder sowas. Ja, und im Job, klar, also warum nicht? Man ist ja eine Firma, man ist ein Team. Mhm. Man unterstützt sich gegenseitig, ja. Hast du es denn schon bei deinen Brüdern zum Beispiel gemerkt, wenn die keinen Bock hatten irgendwie auf Arbeit, dass du dann halt gesagt hast, yay, du musst zur Baustelle, super. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass die keinen Bock auf Arbeit hatten, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja, also da ist eigentlich wenig Probleme. Ja, wahrscheinlich, weil ihr eine Maurerfamilie seid. Ja, also. Genau. Also, ja, mein Vater ist Maurermeister und zieht sich irgendwie so jetzt durch die Familie. Ja. Reden wir doch mal darüber, wie du schwimmst. Ich meine, dass du von links nach rechts schwimmen kannst und sehr schnell, das ist uns allen sehr klar. Aber welche Schwimmstile? Ich schwimme Brust, Kurzstrecke, also 50 und 100 Meter Brust. Genau, und das ist auch eigentlich das Einzige, was ich kann. Also mehr. Mehr kannst du nicht, ne? Nee, mehr kann ich schon, aber nicht auf dem Niveau, wie ich Brust schwimme, genau. Okay, und man muss sich wirklich so dermaßen spezialisieren? Ja, also es gibt welche, die haben 2 Lagen relativ auf dem gleichen Level, aber Brustschwimmer, sagt man im Schwimmsport, sind so ein bisschen, sind spezielle. Ja, okay. Und also da ist eigentlich nur das immer. Und wenn du das mal so ranken müsstest, was ist das Schwierigste von einem Profi her gesehen? Welcher Schwimmstil ist der schwierigste? Brust, okay. Ja, es ist tatsächlich Brust, einfach vom Technischen und vom Timing her. Mhm. Das Brust ist das Schwierigste. Ja. Ich dachte immer Delfin, die halt so, okay, alles klar. Und was würdest du einer Anfängerin, ich frage mal so blöd, ne? Was würdest du einer Anfängerin empfehlen? Empfehlen? Jetzt, ja, ich sag jetzt mal, hey, ich will jetzt schwimmen gehen, ich will mich aber jetzt nicht irgendwie umbringen. Einfach ganz normal, dieses normale Brust, was man so kennt.
von den Omis auf den Bahnen, die dann da hin und her baden. Ist das eine Andeutung? Ja, nein, so war das nicht gemeint. Das ist einfach, genau, einfach ganz normal Brust mit Kopf über Wasser und erstmal anfangen, sich langsam rantasten. Gibt es denn spezielle Trainingseinheiten, um das zu üben, dass du ziemlich lange unter Wasser sein kannst, auch beim Reinspringen und so? Ja, was heißt lange unter Wasser? Also länger als 15 Meter darf man nicht tauchen im Wettkampf. Könntest du aber? Könnte ich schon, ja. Wobei ich beim Tauchen auch nicht so meine Stärken habe. Aber ja, es ist ein Trainingseinheit ist so aufgebaut, es gibt das Einschwimmprogramm, dann kommt was Technisches und ein paar kurze Sprints, dann kommt das Hauptset, also an Belastungstagen dann eine Belastung oder an Krafttrainingstagen oder sowas, halt einen Sprintplan. Und ja, dann gibt es Messplatz, also dann sind so Kameras im Wasser, wo dann das alles analysiert wird und sowas. Dann haben wir da so Fernsehers, womit man dann mit der Diagnostikerin über die Technik spricht und wo man noch ein bisschen was dran feilen kann. Okay. Genau, ja. Und die filmen euch dann unter Wasser und setzen dann irgendwie Linien und sagen, hey, du warst im falschen Winkel oder was? Ja, genau, also die haben halt schon viel Ahnung, die Diagnostiker. Mhm. Und dann wird das halt analysiert, in Zeitlupe angeguckt. Dann kann man halt sehen, hier, da der Fuß stand noch nicht richtig oder da kannst du dich noch ein bisschen besser strecken und ja, genau. Ich stelle mir das aber sehr, sehr schwierig vor, wenn man trainiert und du schwimmst. Und dann musst du auch noch daran denken, dass du deinen rechten Fuß in einem anderen Winkel setzt oder. Wie machst du das im Kopf? Dafür hat man ja erstmal sogenannte technische Übungen. Mhm. Das heißt, es wird erstmal ein bisschen rausspezifiziert, dass man zum Beispiel sich erstmal nur darauf konzentriert, wenn es was am Beinschlag ist, dann werden keine Arme gemacht, dann erstmal nur Beine. Mhm. Und dann, dass man das so lernt und dann später zusammensetzt in die Gesamtbewegung. Okay, also muss man mental eine gute Koordination haben. Ja. Ja, sonst wären wir. Siehst du, und deswegen bist du Schwimmer geworden und ich nicht. Du hast mir vorhin auf dem Handy Fotos gezeigt von dir im Wettkampf in deiner, ich sag's jetzt mal total blöd, schicken Badekappe. Ja. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit den Badekappen, die ich jetzt so von früher kenne, mit diesen wunderschönen Blümmekes und Shishi, sondern das ist schon ganz großer Sport, oder? Ja, das ist halt Badekappe im Wasser, Haare sind Widerstand. Ja. Widerstand wollen wir nicht. Also wird eine Badekappe aufgesetzt. Das ist jetzt vielleicht nicht so, wie die Zuhörer oder Zuschauer sich das vorstellen, sondern die ist ganz glatt und halt letztendlich beim Schwimmen kommt es auf jede Hundertstel an und damit kann man Hundertstel rausholen. Ja. Genau, ja. Aber ich muss jetzt wirklich so blöd fragen, das ist nicht vergleichbar mit der Badekappe, die ich jetzt aus den 90ern so kenne, dieses Hartgummi-Gedönse, was dir alle Haare dann wegreißt. Nein, also heutzutage, da gibt es echt eigene Technologien und sowas. Ja. Es gibt Softcaps, es gibt Speedcaps und das ist also was ganz anderes als, wie man das jetzt so kennt. Von damals. Von damals, genau. Ruhig, ja. Genau. So alt bin ich noch nicht. Und was tragt ihr da? Ich kenne noch von Phelps diese Ganzkörper-Dinger. Genau, das war früher mal eine Zeit lang. Ja. Das ist verboten worden. Ja, ach echt? Das ist, weil man damit zu schnell war, zu viel Auftrieb hatte, genau. Ja. Das wurde dann verboten. Zu schnell geht auch. Ja, das war also das... Ah, nicht mehr im Rahmen. Ja. Also da hat mehr der Anzug gemacht als der Schwimmer. Ja. Und heutzutage tragen wir sogenannte Carbon-Hosen. Mhm. Relativ teuer, also eine Hose kostet 300 Euro. Ja, und die sind dann für den Wettkampf, genau. Ja. Hast du Sponsoren? Ich habe Wert von der Sportstiftung NRW unterstützt. Ja. Aber sonst keine, nein. Und die bezahlen dir aber dein Equipment und... Ich kriege ein Budget im Monat von denen, ja. Also einfach eine Summe überwiesen und damit kann ich dann genau den Sport finanzieren. Und weißt du, was ich dich auch schon immer mal fragen wollte oder einen Schwimmer wie dich? Wie merkt man, wer als Erster angekommen ist? Ist da irgendwie so ein Buzzer oder irgendwie unterm Wasser? Nein, es sind im Wasser hängen, das sind wie so Matten, ja. Also die gehen komplett durch. Ja. Das sind Anschlagsmatten und das sind dann halt Sensoren und wenn man die berührt, dann lösen die aus. Und dann gibt es in großen Schwimmhallen gibt es dann große Anzeigetafeln. Ja. Und da steht dann
ein Name und dann da steht dann eine kleine Zahl und hoffentlich ist die 1. Ja, und deine Zeit steht da auch noch, genau. Ich wünsche dir ganz viele Einsen. Dankeschön. Wie siehst du denn deine Zukunft? Also was wird nach der Ausbildung geschehen? Ja, also nach der Ausbildung möchte ich dann natürlich im Betrieb meines Vaters arbeiten, irgendwann meinen Meister machen. Mhm. Und mit dem Schwimmen, solange das funktioniert neben dem Job, solange ich noch erfolgreich bin, möchte ich das auf jeden Fall noch machen. Mhm. Und ja, genau. Wie lange kann man denn so schwimmen, ich sag jetzt mal? Theoretisch kann man bis 30, 35, ja. 35 schon ein bisschen alt, aber ja, es kommt ganz drauf an, wie fit man bleibt, ja, und wie man sich hält. Ja. Dann kann man schon so lange schwimmen, aber mal gucken. Also ich mache so lange, wie es mir Spaß macht, wie ich noch den Erfolg erziele, den ich gerne erzielen möchte. Mhm. Genau, ja. Was sind denn deine Ziele jetzt noch, was Sport angeht? Sport, also für dieses Jahr erstmal sind es die Jugend-Europameisterschaften und dann auf lange Sicht gesehen offene internationale Meisterschaften wie Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Mhm. Und dann kann man vielleicht irgendwann mal über Olympia nachdenken. Ja, ja. Das wäre total abgefahren, wenn ich irgendwann mal sagen könnte, ich hatte einen Olympioniken neben mir sitzen. Ja, vielleicht. Streng dich gefälligst an. Ich mach's. Ja. Ja. Und was sind deine Ziele beruflich gesehen? Also wenn du jetzt irgendwann mal peu à peu das Schwimmen aufgibst, Olympia hast du erreicht. Ja, beruflich gesehen, wie schon gesagt, ich möchte meinen Meister auf jeden Fall machen. Mhm. Und dann im Betrieb meines Vaters bleiben mit meinen zwei großen Brüdern. Ja. Und dann Laden übernehmen. Laden übernehmen, genau. Ja. Ja. Richtig. Ja, super. Ich würde sagen, du hast alles richtig gemacht. Du bist hochmotiviert, du bist ein sehr motivierender Typ. Ich finde dich äußerst sympathisch. Dankeschön. Wenn du noch ein paar Tipps hast, wie ich mich zum Sport motivieren könnte, sag Bescheid. Ja, mache ich. Und ja, für deine Zukunft wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute. Dankeschön. Ja, und wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Lust auf Sport oder aufs Mauern bekommen habt, dann abonniert doch den Kanal und hinterlasst uns vielleicht einen Kommentar oder ein paar Fragen für unsere nächsten Gäste. Und ja, dann sagen wir zwei tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.